Unter Johanniterorden versteht man heute die evangelische Ordensgemeinschaft, die wiederum auf ein bereits einige Jahrzehnte vor dem ersten Kreuzzug in Jerusalem gestiftetes Hospital zum heiligen Johannes zurückgeht. Die Pommersche Genossenschaft der Johanniter trifft sich jährlich zu ihrem Rittertreffen. In diesem Jahr war Weilburg als Treffpunkt gewählt. In besonderer Weise unterstützt die Pommersche Genossenschaft die Johanniter-Schwesternschaft, deren Mitglieder bundesweit in Krankenhäusern, als Gemeindeschwestern und in den Schwesternschulen des Ordens tätig sind. Ja, wir haben ganz besondere Gäste heute. Ein Teil des Johanniterordens ist zu Gast in Weilburg. Die Genossenschaft Vorpommern feiert ihren Rittertag hier bei uns in der Stadt. Der Rittertag ist sozusagen die Jahreshauptversammlung des Vereins, der Genossen des Ritterordens. Also über 100, es sind um die 120, 130 Mitglieder des Ritterordens, die sich angemeldet haben. Der Johanniterorden ist der älteste Orden, evangelische Orden, den es gibt. Und Schwerpunkt des Ritterordens ist vor allen Dingen die diakonische Arbeit. Die Johanniter-Unfallhilfe kennt jeder. Ja, und der Verein, der die Johanniter-Hilfe trägt, das sind die Ritterorden. Und die Genossenschaft haben wir jetzt die Genossenschaft Vorpommern haben wir jetzt hier bei uns zu Gast. Wir freuen uns sehr. Ich glaube, das hat es in Weilburg noch nie gegeben. Ja, wir treffen uns eigentlich einmal im Jahr zu unserer Mitgliederversammlung und da wechselnde Orte. Und dieses Jahr haben wir Weilburg ausgewählt, weil Weilburg einfach echt schön ist. Uns wurde uns empfohlen und dass hier, wir sind ja immerhin so mit 180, 190 Menschen hier. Viele sind hier im Hotel untergebracht, in diesen Hotels ist alles in fußläufiger Entfernung. Man kann zu Fuß in die Kirche gehen, man ist im Schlossgarten. Also im Grunde genommen war das einfach eine ideale Voraussetzung für uns, für so eine große Kirchengemeinde. Und was genau machen Sie hier? Wir haben unsere Jahresversammlung. Einmal im Jahr treffen wir uns zusammen, wie gesagt, an wechselnden Orten. Und da kommen einfach alle oder Großteil der Mitglieder zusammen. Wir sind verstreut in ganz Deutschland und deshalb sind wir auch flexibel, eigentlich was den Ort betrifft. Möchten Sie zum Johanniterorden noch etwas sagen? Gerne. Der Johanniterorden ist ein 900 Jahre alter christlicher Orden, ist Teil der evangelischen Kirche. Und wir Johanniter betreiben Krankenhäuser und Altersheime, Kindertagesstätten, auch Schulen. Und wir zusammen mit unserer Johanniter Unfallhilfe und der Johanniter Schwesternschaft bilden wir zusammen den Orden. Neues E-Bike? Läuft! Fehlt nur noch die volle Ladungssicherheit. Mit dem E-Bike-Schutz der SV Sparkassenversicherung. Wenn Ihr E-Bike zum Beispiel bei einem Unfall oder bei einem Sturz zu Schaden kommt oder Ihr E-Bike ganz weg ist, lassen wir Sie nicht auf dem Schaden sitzen. Die volle Ladungssicherheit also. Wir sind immer gerne für Sie da.
Indien. Indien ist eine wahre Sinnesexplosion. Farben tanzen, Gewürze betören, Klänge verzaubern. Ein Fest für die Augen, den Gaumen und das Herz. Unvergesslich für jeden, der schon einmal dort war. Aber auch in Weilburg lässt sich der exotische Zauber genießen. Im Tandoori Palace. Dem zauberhaften Geschmack Indiens mitten in Weilburg. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der indischen Küche und erleben Sie kulinarische Genüsse, die alle Sinne verzaubern. Im Herzen von Weilburg erwartet Sie das Tandoori, ein Ort, an dem traditionelle indische Aromen auf moderne Raffinesse treffen. Unsere Spezialität, Tandoori-Gerichte, frisch aus dem Lehmofen. Die indische Küche, insbesondere die aus unserer Heimat, dem Punjab, ist für ihre vielfältigen Aromen und Gewürze bekannt. Genießen Sie die köstlichen Aromen von mariniertem Fleisch, saftigen Gemüsespießen und knusprigem Brot, zubereitet im traditionellen Tandoor. Jedes Gericht ist ein Fest für die Sinne und entführt Sie auf eine kulinarische Reise durch die Vielfalt Indiens. Mit Liebe zum Detail gestaltet, bietet das Tandoori Palace den perfekten Rahmen für genussvolle Stunden mit Familie oder Freunden. Planen Sie eine Feier oder ein besonderes Event? Wir stehen Ihnen mit unserem Service zur Seite und sorgen dafür, dass Ihre Veranstaltung zu einem kulinarischen Highlight wird. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf und reservieren Sie noch heute. Es war noch nie einfacher, nutzen Sie unsere Online-Reservierung und bestellen Sie ganz leicht einen Tisch. Obendrein erreichen Sie uns per Telefon. Wir freuen uns auf Sie. Ihre Familie Kula. Die Interliving Küche Serie 3057 begeistert auf den ersten Blick durch die edle, grifflose Front in Schwarz-Soft-Matt. Die geradlinige Kombination aus Hochschrank und großzügigem Inselelement mit Ansetztisch lässt kaum Wünsche offen. Die Interliving Küchen Serie 3057 erhalten Sie in zahlreichen Frontfarben und Ausstattungsvarianten. Die Interliving Küchenprofis stehen Ihnen bei allen Fragen mit Rat und Tat zur Seite. Die exklusive Einbauspüle und die Armatur in edlem Schwarz begeistern durch hervorragende Materialien und puristisches Design. Neben den innenseitigen Auszügen und Türen verfügt die Insel durch zusätzliche Türenelemente an der Außenseite über extra viel Stauraum. Der praktische Ansetztisch mit schwarzen Metallfüßen lädt zum gemeinsamen Kochen oder Einnehmen kleiner Snacks ein. Geräumige Auszüge bieten beste Erreichbarkeit und Ordnung. Dank Softeinzug schließen sie leichtgängig und lautlos. Der geräumige Hochschrank bietet Platz für zwei Backöfen und einen großen Kühlschrank sowie viel Stauraum für Vorräte. Die dezenten schwarzen Griffleisten unterstreichen das edle Design. Die Interliving Küche Serie 3057 trägt das goldene M der Gütegemeinschaft Möbel und bietet volle 5 Jahre Herstellergarantie. Interliving. Küche für mich gemacht. Restaurant und Bistro Altes Arthaus trifft Genuss auf Kunst. Direkt auf dem malerischen Marktplatz der Residenzstadt Weilburg bietet das Alte Arthaus Raum für alle Sinne.
Ob im Bistro selbst oder im kunstvoll gestalteten Nebenraum, auf der überdachten und beheizbaren Terrasse oder im Pavillon. Auf allen Ebenen können Gäste feiern, genießen und sich mit ausgefallenen Speisen verwöhnen lassen. In einem weiteren Veranstaltungsraum direkt gegenüber können individuelle Feste und Feiern ausgerichtet werden. Wer selbst kochen lernen oder seine Kochkünste verfeinern möchte, für den bietet Mick Abel Kurse an. Die Location wird auch für Fernseh- und Filmaufnahmen gebucht. So entstehen hier Kochsendungen mit Michaele Scherenberg und auch die bekannte Talkshow Arthouse Talk. Das alte Arthaus ist mehr als ein Bistro. Es ist ein sympathischer Ort der Begegnung. Die heimische Firma Schäfer ist seit 1978 in der Autobranche tätig. Wir betreuen die unterschiedlichsten Fabrikate mit unserer über Jahrzehnte gesammelten Erfahrung. Besonders natürlich bei unseren Kernmarken BMW, Mini, Hyundai und Kia. Das Team von Schäfer Automobile freut sich auf Ihren Besuch in unseren Werkstätten in Usingen und Weilburg. Autokauf und Verkauf ist Vertrauenssache. Und eine gute Beratung, Erfahrung, Service und Fairness gehören natürlich dazu. Wenn Sie Ihr Auto verkaufen wollen, sind wir die richtigen Ansprechpartner. Schauen Sie rein bei www.autoankauf-hessen.com oder besuchen Sie unseren Showroom in der Frankfurter Straße in Weilburg. Fleischer ist ein Beruf mit langer Tradition und zählt zu den ältesten Handwerksberufen in Europa. Das Berufsbild hat sich im Laufe der Zeit stark gewandelt. Heute steht im Mittelpunkt das Veredeln des Fleisches. Denn die Menschen lieben hochwertige Fleischprodukte. Wer sich heute entschließt, eine Ausbildung als Metzgerin oder Metzger zu beginnen, entscheidet sich für einen modernen wie auch traditionellen Ernährungsberuf in einem der bedeutendsten und stärksten Handwerkszweige. Die Ausbildung zum Metzger oder zur Metzgerin beträgt 3 Jahre. Das gleiche gilt für die Ausbildung zum Fachverkäufer oder zur Verkäuferin. Bei Sippel in Weilmünster-Möttau erwartet dich mehr als nur ein Job. In unserem Team kannst du dich beruflich und privat entwickeln, wie es zu dir passt. Darum findest du hier eine Arbeitswelt, die dir neben einer Ausbildung mit Zukunft auch Freiraum für deine persönlichen Ziele und Träume bietet. Freu dich auf ein familiäres Umfeld, in dem du auf deinem Weg gefördert und unterstützt wirst. Für uns zählt nicht nur dein Schulabschluss. Wichtiger ist, im Team zeigst du Einsatzbereitschaft und bist verlässlich. Du bist aufgeschlossen, kreativ und lernst gern Neues.
dann bist du bei uns genau richtig. Bewirb dich unverbindlich beim Heidehof Sippel, dem modernen Direktvermarkter mit Herz. Stadtwerke Weilburg. Power, Kompetenz und Energie. Die Stadtwerke Weilburg sind Ihr starker Partner, wenn es um Strom, Wasser, Gas und E-Mobilität geht. Wir bieten Sicherheit und Service. Stadtwerke Weilburg. Vor Ort, immer Kompetenz und immer für Sie da. Schreiben Sie uns an unter kunden@stadtwerke-weilburg.de. Bei Kra und Enders bündelt sich die Kraft einer gemeinsamen Marke, BMW. Immer einen Schritt voraus, immer innovativ, immer eine automobile Naturgewalt. Kra und Enders, Ihr BMW-Kompetenzzentrum für den Raum Weilburg und Limburg. Wir sind direkt an der B49 für Sie da. Nur etwa 15 Minuten von Weilburg entfernt.